Das sind jetzt die neuesten Legehennenställe hier bei uns. Das sind auch zwei Hähnchenställe. Und er will jetzt noch mal zwei daneben bauen. Immer größere Mastanlagen, immer neue Lebensmittelskandale. Im Land wächst der Protest. Welche Landwirtschaft wollen wir? Die Zukunft der Bauern liegt nicht in der Agrarindustrie, sondern in dem Bündnis mit der Gesellschaft unter dem Motto Klasse statt Masse. Es wird heftig gestritten. Wer eins zurück will aus der sogenannten Massentierhaltung in eine Hinterhofhaltung, der muss wissen, das funktioniert nicht, meine Damen und Herren. Doch inzwischen zweifeln auch einige Bauern. Jetzt kommt die Industrie und schluckt uns, versaut uns die Böden vielleicht, macht uns die Betriebe kaputt. Unsere Landwirtschaft wächst und wächst. Aber zu welchem Preis? Felix, komm! Stehnken ist Milchbauer. In der Nähe von Oldenburg hat er seinen Hof. Stehnken ist ein konventioneller Landwirt. Einer, der sich viele Gedanken macht. Seit Generationen waren die Stehnkens Bauern. Der erste Hof Stehnken wurde 1476 gegründet. Ernst Stehnken hat uns auf seinen Hof eingeladen, weil er sich Sorgen macht. Die Entwicklung in der Landwirtschaft läuft aus dem Ruder, glaubt er. Noch nie wurde in Deutschland so viel Fleisch produziert. Schwein rund 5 Millionen Tonnen, Geflügel 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr. Rund um seinen Hof ein Bauboom in nie dagewesenen Dimensionen. Über die Finanzierung kann sich Stehnken nur wundern. Wenn ich vor 20 Jahren, als wir angefangen sind, bei der Bank nach 5 Millionen Mark gefragt hätte, dann hätte ich nie in meinem Leben, dann hätte mein Banker gesagt, Ernst, morgen gehst du zum Arzt, und Geld hätte ich nie wiedergekriegt. Dann hätten die mich für verrückt erklärt. Das ist ja das neue Phänomen der Landwirtschaft, dass ich überhaupt an so viel Geld rankommen kann. Geld, um aufzurüsten. Wofür, das zeigt die Eurotier in Hannover, die weltweit größte Messe für Nutztierhalter. Gemeinsam mit Ernst Stehnken und seiner Frau Anja sind wir hierher gefahren, um uns anzuschauen, was es Neues in der Branche gibt. Der aktuelle Trend für Milchviehbetriebe, Melkroboter. So muss der Landwirt nicht mehr selbst Hand anlegen. Kapitalaufwand? Man kann so rechnen, eine Anlage mit einer sinnvollen Ausstattung so bei 120.000 netto. Eine Waschanlage für die Klauen der Kühe. Das wird ja immer wichtiger, ne? Wenn die nicht mehr rauskommen. Nicht mehr die Füße reinigen kann. Die Anlage kostet 26.000 Euro. Wir bieten das mit einem Leasingpartner zusammen an. Ja. Das Versprechen, wer viel investiert, wird auch viel verdienen. Moderne Technik, größere Ställe, mehr Rendite. Dies ist der Abferkelbereich mit Freilaufabferkelsystem. Günstige Kredite gibt es zum Beispiel bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank, die Förderbank der Landwirtschaft. Das boomt. Ja. Sie erweitern ihre Produktion in Kuhställen, modernisieren ihren Maschinenpark etc. und fragen dann entsprechend unsere Kreditprogramme stark nach. Können Sie das in Zahlen fassen? Ja, wir haben 2007 ungefähr 2,7 Milliarden Euro Neugeschäft nur für die Branche darstellen können. Und im letzten Jahr mehr als 6 Milliarden. Und das läuft dieses Jahr ähnlich gut. Ne. Sie sehen, die Stimmung ist super. Es sind Millionenkredite, die die Bauern aufnehmen. Als Sicherheit dienen oft Land und Hof. Viele Landwirte binden sich so für Jahrzehnte. Bauer Stehnken zweifelt. Was ist, wenn die Rechnung nicht aufgeht? Wer versichert, dass man in 10 Jahren noch Geld mit den teuren Anlagen verdienen kann? Wem das im Endeffekt gut tut, weiß ich nicht. Der Industrie, den Bauern, das glaube ich nicht so. Auch Bauer Stehnken hatte mal große Hoffnungen. Erst vor 15 Jahren baute er für 1,5 Millionen Euro seinen neuen Hof. Jetzt, mit 47 Jahren, musste er eine schwere Entscheidung treffen. Der Milchbauer hörte auf zu melken, wollte nicht mehr mitmachen beim Wettlauf um das große Geld.
Über 30 Jahre stand er jeden Morgen um 5 in seinem Melkstand. Doch er konnte nicht mehr kostendeckend produzieren. Noch einmal investieren wollte er nicht. Ich vermeide das immer, hier reinzugehen. Weil ich bin hier gerne reingegangen. Ich bin hier jeden Morgen gerne reingegangen. Und auch abends. Und jetzt muss ich schon einmal schlucken. Und ich bin damals mit meinem Vater auf die Weide gefahren, noch mit dem Trecker. Da hatte der 14 Kühe. So, dann haben wir unseren Betrieb ja ausgesiedelt, sind hierher gekommen vor 14 Jahren. Und da hatten wir zwischendurch 80 Kühe. Und dann hat ein Berater gesagt von der Kammer zu mir, na Herr Stinken, wenn Sie 80 Kühe haben und können noch mal auf 100 aufstocken, dann sind Sie aber aus dem Schneider. So, und jetzt sind die Tierzahlen bei 200. Wir haben hier unsere meisten Investitionen abbezahlt. Und wenn ich jetzt wieder neu anfangen muss, muss ich wieder 1 Million investieren, um auf 200 zu kommen. So, und darum haben wir überlegt, das wollen wir jetzt nicht mehr, weil das nimmt kein Ende. Bauer Stinken will seine Kühe bald verkaufen. Ein paar behält er, um Kälber damit zu züchten. Sein Geld verdient er jetzt anders. Stinken besitzt Land. Weil die Bodenpreise in der Oldenburger Region explodiert sind, konnte er teuer verpachten. Auch wenn es ihn schmerzt, was mit seinem Land passiert ist. Denn auf seinem ehemaligen Grünland baut sein Nachbar jetzt Mais für eine Biogasanlage an. Das ist als Bauer eine Katastrophe, aber das geht eben nicht anders. Ernst Stinken hat jetzt zwar mehr Zeit und Geld für seine Familie, doch die Entwicklung der Landwirtschaft bereitet ihm Sorgen. Rund 30% der Höfe in Niedersachsen mussten in den letzten 10 Jahren aufgeben. Andere Bauern haben sich hoch verschuldet, um überhaupt weitermachen zu können. Ohne zu wissen, ob sie am Ende davon wirklich profitieren. Die Interessen von Bauern wie Stinken will das Landvolk vertreten. So nennt sich der Bauernverband im Land Niedersachsen. Werner Hilse hat zur Mitgliederversammlung eingeladen. Er ist der Präsident des Landvolks und Vizepräsident des Bundesdeutschen Bauernverbandes. Sein Stellvertreter ist Franz Josef Holzenkamp. Sie sind überzeugt, Wachstum ist richtig. Nicht auf Wachstum zu setzen, sei sogar unmoralisch. Weltweit ist es aus meiner Sicht Beihilfe, ich will nicht sagen zum Mord. Wer die Ressourcen auf der Welt nicht nutzt oder dafür Sorge trägt, dass diese Ressourcen nicht genutzt werden können, trägt aus meiner Sicht dazu bei, dass wir auf dieser Welt nicht genügend Grundlage haben, um alle Menschen zu ernähren. Wer ein Zurück will aus der sogenannten Massentierhaltung in eine Hinterhofhaltung, der muss wissen, das funktioniert nicht, meine Damen und Herren. Wie eine optimale Tierhaltung heute aussieht, will Werner Hilse uns zeigen. Er hat uns auf seinen Hof nahe Lüchow eingeladen, um Landwirtschaft nach seinen Vorstellungen zu präsentieren. Hier betreibt er eine Schweinemast. Der Präsident ist viel beschäftigt, findet nicht viel Zeit für seinen Stall. Wie oft sind Sie im Stall? Auch wenn ich zu Hause bin, immer. Ich habe heute Morgen meinen Stalldienst gemacht. Wenn ich richtig Verbandsarbeit mache in der Woche, fahren wir in der Regel auch schon um 7:30 oder um 7 vom Hof. Und bin ich eigentlich die Woche über unterwegs. Vermissen Sie das? Den Stall? Ja. Ich mache es gerne. Wenn ich nur machen sollte, das hätte ich vielleicht auch ein bisschen, wird das auch irgendwann mal langweilig. Werner Hilse ist Herr über rund 2000 Mastschweine. Er kauft sie als kleine Ferkel aus Holland und mästet sie für 120 Tage. So schafft er 3 Mastdurchgänge im Jahr. Das macht rund 665 Tonnen Schweinefleisch. Das ist natürlich kein Kuschelzoo, das ist klar. Ne? Das ist eine Nutztierhaltung, so wie man sie hier sieht. Manch einer würde vielleicht erschrecken, aber es gibt auch in Fußballstadien Menschen, die aneinander stehen. Ist das jetzt Massentierhaltung? Was würden Sie sagen? Eine Masse Tiere ist das. Das ist richtig. Also ich gehöre zu denen, die sagen,
Das klingt wie ein Schimpfwort, aber warum ist es, klingt es so? Es ist eine Masse, 300 Tiere oder 250 in einem oder im großen Stall über 1000 Schweine sind eine Masse. Aber es hat nichts damit zu tun, dass sie deswegen das schlecht haben. Schweine neigen dazu, sich gegenseitig die Schwänze anzufressen, erklärt uns Hilse. Deswegen sind die Schwänze bei seinen Schweinen schon im Ferkelalter kopiert worden. Mache man das nicht, könne man die Tiere gar nicht zusammenhalten. Tierschützer entgegnen, wenn Schweine genügend Platz und Stroh zur Beschäftigung hätten, wäre das Kopieren nicht nötig. Das nervt uns manchmal, dass Menschen darüber urteilen, die wirklich nichts davon verstehen. Ist ja nicht schlimm, dass sie nichts davon verstehen, aber dass sie uns aufdrängen wollen, uns zu sagen, was nun richtig ist und falsch ist. Hilse sagt, ein neuer Stall für weniger als 1500 Schweine ist wirtschaftlich nicht vernünftig, moderne Technik sonst nicht zu bezahlen. Er spricht vom genetisch-technischen Fortschritt, mit dem man gehen müsse. So wird das Gewicht von Hilses Schweinen ständig per Computer ermittelt. Die Tiere gehen zum Fressen immer durch eine Schleuse, in der werden die phototechnisch vermessen. Das heißt also, ich habe immer einen Überblick darüber, wie schwer sind die Tiere, wie viel sind sie gewachsen gegenüber gestern. Neben moderner Technik hat Werner Hilse noch einen Vorteil gegenüber kleinen Bauern, die sich die nicht leisten können. Für seine 300 Hektar Fläche erhält er zusätzlich Subventionen aus Brüssel. 75.000 Euro im Jahr. Je mehr Fläche ein Betrieb hat, desto mehr bekommt er. Hilse findet das richtig und macht sich stark dafür, dass das so bleibt. Obwohl er sonst zu viel staatliche Regulierung kritisiert. Er setzt auf den freien Markt und darauf, dass die Stärkeren gewinnen. Das sorgt dafür, dass wir Strukturwandel haben. Betriebe werden aufgeben und das ist Marktwirtschaft. Da habe ich einen Marktvorteil, den ich ausspiele gegenüber anderen, die es vielleicht nicht können. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Das ist hart, aber das ist die Regel in der Marktwirtschaft. 90% aller deutschen Schweinebauern haben kleinere Betriebe als Werner Hilse. Spricht er, der Großmester, wirklich im Interesse aller Bauern? Es lohnt einmal nachzuschauen, für wen die Bauernbosse sonst noch aktiv sind. Wie auch andere Funktionäre des Deutschen Bauernverbands verdienen Hilse und Holzenkamp nicht nur Geld als Landwirte. So ist Werner Hilse nicht nur Präsident des Niedersächsischen Landvolks und an einer Schweinemast und großen Geflügelstellen beteiligt. Hilse sitzt auch in zahlreichen Aufsichtsräten und anderen Gremien von großen Agrarunternehmen und einer Versicherung. Hilses Stellvertreter Holzenkamp ist Teilhaber einiger Unternehmen. Aber auch er sitzt in verschiedenen Gremien großer Konzerne. Das Landvolk sieht in den vielen Posten kein Problem, sondern eine Chance, Einfluss im Sinne der Bauern zu nehmen. Holzenkamp ist noch dazu CDU-Agrarexperte im Deutschen Bundestag. Ende vergangenen Jahres stimmte er dort über ein neues Tierschutzgesetz ab. Ursprünglich sollte das Kastrieren von Ferkeln ohne Betäubung schnell verboten, Brandzeichen bei Pferden sofort abgeschafft werden. So wollte es ein Gesetzentwurf der Ministerin Ilse Aigner. Der Bauernverband war dagegen, wollte längere Übergangsfristen. Im Agrarausschuss, in dem auch Holzenkamp und andere Verbandsfunktionäre sitzen, wurde das Gesetz noch einmal überarbeitet. Ganz im Sinne des Bauernverbandes kritisieren Tierschutzverbände. Holzenkamp sagt, mehr Tierschutz könne eine Verlagerung der Produktion ins Ausland bedeuten. Wie empfinden Sie das, wie die Diskussion um Tierschutz geführt wird zurzeit? Weltfremd. Es gibt eine zunehmende Kluft zwischen der Welt des Landvolks und der Öffentlichkeit. Eine kleine Gruppe von Landwirten gründete deswegen die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, ABL, eine Art Gegenbewegung zum Großen Bauernverband. Der gelernte Landwirt und Agrarexperte Eckhard Niemann ist dort Mitglied. Er glaubt, eigentlich geht es beim Wachstum um etwas anderes. Von dieser Entwicklung profitieren zunehmend einige wenige große Konzerne und natürlich eine kleine Schicht von Wachstumsbauern, die in günstigen Zeiten natürlich auch Geld verdienen, auf Kosten auch ihrer Berufskollegen. Und auf diese Schicht setzt ja der Bauernverband. Landwirt Ernst Stehnken ist aus dem Bauernverband ausgetreten. Gemeinsam mit anderen Bauern und Umweltschützern setzt er sich für eine andere Landwirtschaft ein.
An diesem Morgen warten sie auf einen Bus, der sie zu einer Demo nach Hannover bringt. Ein Schreiben des Landvolks sorgt bei ihnen für Empörung. Wenn es im Umfeld seitens der Kirchen ebenfalls ungerechtfertigte und überzogene Kritik gegeben hat, bitten wir darum, uns dies mitzuteilen. Mail und Telefonnummer. Und woher kommt das Schreiben? Vom Landesbauernverband. Und aus was für einem Anlass? Es war Erntedankfest und einige Pastoren haben wohl kritisch von der Kanzel gepredigt, ob diese Landwirtschaft, die im Moment betrieben wird, so richtig ist. Und diese sollen jetzt ja hier ausfindig gemacht werden und so wie ich das meine, bearbeitet werden, so wie ich das daraus lesen kann. Das ist ja schon fast eine Verfolgung. Das Landvolk fühlt sich völlig missverstanden. Es sollte niemand angeschwärzt werden. Es sei lediglich ein harmloses Infoschreiben gewesen. Stehnken und die anderen Landwirte finden die Kritik der Pastoren berechtigt. Das kommt alles bei uns auf den Boden und das kann er gar nicht vertragen. Das kann das Land gar nicht verkraften, was da jetzt in dem Boden abverlangt wird. Die ganzen Viehhaltung und sowas, das wird alles überfordert, meine ich. Und das passt nicht. Diese Dimension passt nicht. Ich will das nicht, dass die Modernisierung will ich gar nicht abschreiben. Das ist richtig. Aber um jeden Preis am Weltmarkt teilzunehmen, das ist Idiotie. Sie sind eine bunte Truppe. Umweltschützer, Imker und einige wenige Bauern. Stehnken wünscht sich, dass noch mehr von ihnen mitmachen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Kollegen sich nur beim Bauernverband informieren. Und nicht woanders. Wenn es Probleme gibt auf den Betrieben, wird sich immer beim Bauernverband informiert. Jeder hat eine Meinung, der Tierschutz hat eine Vorstellung. Die sind manchmal auch für mich als Landwirt absurd. Das kann nicht funktionieren. Aber wenn keiner erklärt, wie man es, man muss den bestmöglichen Weg finden. Und das kann man nur, wenn man zusammenspricht. Ernst Stehnken ist inzwischen Mitglied bei der kleinen Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, ABL. Eckhard Niemann von der ABL ist auch nach Hannover gekommen. Hier wollen sie zusammen die Landwirtschaft verändern. Lebensmittelskandale haben sie satt. Sie fordern bessere Kontrollen, mehr regionale Erzeugung und mehr Tierschutz. Vor allem aber mehr Unterstützung für kleinere Betriebe. Wir fordern an dieser Stelle auch den Bauernverband auf, sich endlich für Bauernhöfe einzusetzen und nicht mehr für eine Bauernhöfe zerstörende Agrarpolitik. Immenses Wachstum. Millionen, die verbaut werden. Große Betriebe profitieren, kleine müssen weichen. Und was bleibt auf der Strecke? Wenige Kilometer südwestlich von Hamburg liegt der Hof von Lars Prigge und seiner Familie. Prigge ist selbst Sohn eines Landwirts. Da er der jüngste Sohn war, erbte sein ältester Bruder den Hof der Eltern. Der 40-Jährige musste sich seinen Betrieb komplett neu aufbauen. Prigge ist konventioneller Ferkelzüchter. 115 Muttersauen hält er. Doch die Ferkelpreise sind schlecht. Prigge kann kaum seine Kosten decken. Eigentlich müsste er noch mehr investieren, doch seine alten Kredite sind noch lange nicht abbezahlt. Seinen Betrieb führt er gemeinsam mit seiner Frau Katrin. Ihre Kinder haben sie, wenn es möglich ist, immer mit dabei. Das geht, solange die Arbeit nicht noch mehr wird. Schon jetzt haben sie eine 7-Tage-Woche. An Urlaub ist kaum zu denken. Und dann hier den Spielzeughalter. Die Prigges haben Sorge, mit der Entwicklung nicht mehr mithalten zu können. Ja, das ist der stetige Strukturwandel, der angeblich unvermeidlich ist. Das Verlangen nach größeren Einheiten wird immer größer. Ja, weiß ich nicht, ob die Familienbetriebe das immer noch so leisten können. Können Sie sich denn vorstellen, zu expandieren, größer zu werden, Mitarbeiter einzustellen? Theoretisch ja, praktisch. Also es ist nicht unbedingt meine Zielvorstellung, unbedingt größer zu werden. Wieso nicht? Weil ich das einfach so die ideale Form finde, einen Familienbetrieb.
der eben Familie und Arbeit miteinander verbindet. Größe heißt ja nicht unbedingt auch glücklicher zu sein und besser zu leben. Die Ferkelpreise sind seit Jahren mies. Und dann ist da billige Konkurrenz aus Holland und Dänemark. Deswegen mästet Prieke seine Ferkel jetzt selbst. Und er hat einen Arbeitskreis beim Landvolk mitgegründet, um für bessere Preise zu kämpfen. Bislang fühlten sie sich alleingelassen. Kümmert sich die Interessensvertretung Bauernverband da ausreichend um die kleinen Betriebe? Wir als Ferkelerzeuger sind ja grundsätzlich flächenarme, kleinere Betriebe. Und bisher hat der Bauernverband oder das Landvolk Niedersachsen sich nicht unbedingt ausreichend um die Belange der Ferkelerzeuger gekümmert. Das Landvolk sieht die Verantwortung bei Tierschützern. Schuld seien neue Auflagen für Ferkelzüchter. Prieke glaubt, man müsste Schweinefleisch kennzeichnen, damit Verbraucher wissen, ob Ferkel aus Deutschland kommen oder nicht. Dann wären sie vielleicht bereit, mehr für regionale Ware zu zahlen. Heute bekommt er Fertigfutter für seine Schweine geliefert. Die rasant steigenden Futterpreise sind eine große Belastung. Sie machen inzwischen fast 70% der Kosten aus. Er zeigt uns, was drin ist im Futter. Neben Getreide enthält es einen Anteil an Sojaschrot, Importware, gewonnen aus gentechnisch veränderten Pflanzen. Getoastet und da sehen wir die Eins dahinter. Und die Eins erklärt, hergestellt aus gentechnisch veränderten Sojabohnen. Die werden vor allem in Nord- und Südamerika angebaut und überhaupt erst seit 15 Jahren nach Europa importiert. Seitdem ist der Anbau von genverändertem Soja massiv gestiegen. Prieke hat Sorge, dass es vielleicht nicht nachhaltig angebaut wird. Außerdem lehnen viele Verbraucher Gentechnik ab. Doch wie einfach ist es, Futter ohne Gentechnik, sogenanntes GVO-freies, zu beziehen? Ja moin, hier ist Lars Prieke aus Wohlers. Hallo. Es geht um GVO-freies Soja. Andere Unternehmen sagen mir, die kriegen kein GVO-freies Soja mehr. Ja, also eine Terminbörse nicht zu kriegen. Ja, also wenn ich jetzt einen Jahreskontrakt mache, weiß ich nicht, ob ich am Ende denn noch Soja kriege, was GVO-frei ist. Preisunterschied in jedem Fall. Das geht dann ja auch um Aufschläge, ne, von, ich weiß nicht, 100 Euro die Tonne oder... Es ist aussichtslos. Die Mehrkosten würde Ferkelzüchter Prigge niemals wieder reinbekommen. Jo, tschüss. Sobald es mit mehr Kosten zu tun hat und wir nicht mehr für unser Produkt bekommen, schränkt das die Wahlmöglichkeit ein. Sicherlich. Ja. Wie denken Sie darüber? Ja, man wird aus wirtschaftlichen Gründen vielleicht gezwungen, gegen seine Überzeugung zu handeln. Wie viel Spielraum hat ein Landwirt, um nachhaltiger zu wirtschaften? Wir sind noch einmal bei Bauer Ernst Stinken. Auch er will für seine Kühe gentechnisch freies Futter kaufen. Um einen besseren Preis zu bekommen, hat er sich seit einiger Zeit mit anderen Bauern zusammengetan. Stinken schreibt für die Gemeinschaft verschiedene Futtermittelhändler an. Doch deren Resonanz ist bislang verhalten. Bei einigen kommt es mir so vor, als wenn sie die Entwicklung abwarten. Anrufen tun immer ganz viele anschließend. Und Fragen. Einige kommen auch und sagen, das geht überhaupt nicht, lassen Sie es nach. Das war ganz besonders am Anfang so. Vergesst das einfach, das kann keine Firma mehr leisten. Insgesamt 11 Futtermittelhändler fragt Stinken an. Unter anderem das Unternehmen Agravis. Die Agravis Raiffeisen AG ist einer der größten Futtermittelhändler in Norddeutschland. Hervorgegangen ist der Konzern vor etwa 10 Jahren aus 2 bäuerlichen Großgenossenschaften. Obwohl heute eine Aktiengesellschaft mit über 7 Milliarden Euro Umsatz, sieht Agravis sich immer noch dem genossenschaftlichen Gedanken verpflichtet. Wir sind im Hauptwerk in Münster. Hier werden jedes Jahr mehr als 400.000 Tonnen Futter für Schweine, Rinder und Hühner hergestellt. Der Konzern versorgt Landwirte mit Saatgut, Düngemitteln, Maschinen und mit fertig gemischtem Futter. Um das herzustellen, muss Agravis neben Getreide aus Deutschland große Mengen Rohstoffe aus Übersee importieren. Heute wird ein Schiff mit Palmschrot aus Indonesien entladen. Agravis importiert auch Sojaschrot. 350.000 Tonnen jedes Jahr. 90% davon gentechnisch verändert.
Das Problem, wenn gentechnisch nicht verändertes Soja hier ankommt, muss die Anlage gereinigt werden, damit sich dieses nicht mit genverändertem Soja vermischt. Verantwortlich für Futtermittel ist bei Agravis Ludger Leifker. Er sagt, auf dem Weltmarkt sei fast kein gentechnisch freies Soja mehr zu bekommen. Dann können Sie nicht genveränderte Soja nur noch in Brasilien bekommen. Und in Brasilien auch immer weniger. Das heißt, der Anbau von nicht genverändertem Soja in Brasilien ist deutlich rückläufig. Ist das nicht auch problematisch für Sie, die Verfügbarkeit dann auch sicherzustellen? Das ist ja eine Frage des Bedarfs. Das Thema ist ein anderes. Sie haben einen Preisunterschied. Nicht genverändertes Soja liegt je nach Marktlage zwischen 30 und 50 Euro die Tonne im Preis oberhalb von genverändertem Soja. Warum ist das teurer? Sie haben eine komplett getrennte Logistik. Für die Beschaffung ist völlig getrennt natürlich von dem anderen. Sie haben eine komplett getrennte Lagerung, sowohl in den Seehäfen als auch dann bei uns. Das heißt, Sie müssen einfach mehr Infrastruktur vorhalten. Gentechnisch unverändertes Soja kostet also mehr. Es sei aber immer bei Agravis verfügbar, versichert uns der Konzern. In einem Gasthof in Ostfriesland trifft sich die Einkaufsgemeinschaft von Bauer Stehnken. Das Ergebnis der Ausschreibung für gentechnikfreies Futter soll bekannt gegeben werden. Es sind vor allem Milchbauern und ein paar Schäfer, die gekommen sind. Diese ganze Geschichte mit den genetisch veränderten Organismen, das ist eine Sache, vielleicht die Buchse der Pandora. Keiner weiß, was da passiert, was auf uns zukommt. Und die Verantwortung einfach, die in uns ruht, als Lebensmittelerzeuger, die zwingt uns dazu, uns Gedanken zu machen, wie wir das verändern und verbessern können. Die Lebensmittel werden nicht gekennzeichnet. Die meisten Verbraucher wissen es nicht, lehnen zwar Gentechnik ab, aber wissen gar nicht, dass sie es eigentlich jeden Tag konsumieren. Gentechnisch veränderte Lebensmittel müssen in Deutschland gekennzeichnet werden. Wenn aber gentechnisch verändertes Futter eingesetzt wird, erfährt der Verbraucher das nicht. Herzlich willkommen hier. Diese Bauern wollen dennoch umstellen. Doch einen Lieferanten zu finden, ist schwierig. Wir haben 11 Betriebe angeschrieben und Frau Farmers hat es mal wieder gekriegt. Ein anderer hat sich noch mitbeworben, aber hat dann letztendlich abgesagt bei den Preisen. Dann Mühlenkamp hat sich diesmal auch nicht gemeldet. AWE hat sich auch nicht gemeldet. Janssen hat sich auch nicht gemeldet. Dann Agravis in Oldenburg hat sich am 30.01. telefonisch bei uns gemeldet und hat gesagt, er hätte größtes Interesse, aber er könnte es noch nicht durchkriegen, das Futter zu produzieren. Aber er hat gesagt, wenn die Menge in Zukunft steigt, ist er gerne bereit, sich zu beteiligen. Kein Angebot von Agravis? Man könne die Belieferung nicht sicherstellen, heißt es. Weil von 11 Unternehmen sich nur eines überhaupt ernsthaft an der Ausschreibung beteiligt hatte, gibt es keine Auswahl für Stehnken und seine Mitstreiter. Auch wenn es teurer ist, sie füttern jetzt gentechnikfrei, ohne für Milch und Schlachtvieh einen Cent mehr zu bekommen. Wir nehmen 200 Tonnen im Monat ab. Und das ist für so eine Agravis, sag ich mal, eher so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und dafür richten die gar nicht LKWs ein, die nur gentechnisch frei Soja oder Kraftfutter fahren. Aber Agravis ist ja aus bäuerlichen Genossenschaften entstanden und versteht sich als Partner der Landwirtschaft. Ja. Warum erfüllen Sie dann solche Wünsche nicht? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Vielleicht fragen Sie mal bei Agravis nach. Das tun wir. Auch andere Landwirte hatten uns berichtet, Agravis würde sich bei Ausschreibungen um gentechnikfreies Futter zurückhalten. Es scheint doch schwer zu sein, dass das, wenn ich als einzelner Bauer das dann beziehen möchte, das dann noch tatsächlich zu bekommen. Das hängt von verschiedenen. Das ist zum Teil richtig. Und zwar deshalb, wenn wir ein Werk haben, in dem wir genverändertes Soja verarbeiten, dann ist es sehr schwierig, und das machen wir dann auch nicht, dass wir dort in dieselben Silozellen oder in die Produktion überhaupt dann auch nicht genverändertes reinbringen. Das können Sie nie so auch kaufmännisch wirklich vertreten. Natürlich geht es auch hier ums Geld.
Andererseits versteht sich Agravis doch als Partner der Landwirtschaft. Leifka erklärt, rund 60% der Aktiengesellschaft gehörten heute noch Genossenschaften. Aber wem gehört eigentlich der Rest? Wir haben auch den einen oder anderen Lieferanten hier, Bereich Düngemittel oder Saatgut oder so, die auch hier Aktionäre sind. Aber das ist dann wieder gestreut. Was sind das für Unternehmen? Saatgut? Handelsunternehmen. Können Sie welche nennen? Oder? Ich kann die nennen, aber das, ich weiß nicht, ob die wollen, dass ich das jetzt hier sage. Die Aktiengesellschaft Agravis entstand durch Fusion zweier Genossenschaften. Anteile hielten zunächst vor allem bäuerliche Genossenschaften und Landwirte. In den letzten Jahren sammelte Agravis über 60 Millionen Euro am Kapitalmarkt ein. So änderte sich die Struktur der Aktionäre. Der Anteil der bäuerlichen Genossenschaften sank. Neue Anteile kauften vor allem Banken. Ein dänischer Agrarkonzern stieg neu ein. Und ein Hamburger Kaufmann, der mit Düngemitteln handelt, investierte seitdem rund 15 Millionen Euro und wurde so einer der größten Einzelaktionäre. Agravis betont, diese Großaktionäre würden den Konzern nicht steuern. Im Aufsichtsrat des Unternehmens sitzen auch Bauernvertreter. Vorsitzender ist Landvolkvize Franz Josef Holzenkamp. Ob er die genossenschaftliche Ausrichtung des Unternehmens in Gefahr sieht, wollte er uns nicht beantworten. Wie viel Einfluss haben die Bauern heute noch auf ihre Genossenschaften? Es scheint, je mehr sie wachsen, desto weiter entkoppeln sie sich von den Landwirten. Und die verlieren so an Marktmacht. Fritz Pommerin ist Ackerbauer. Er ist ein kleiner Bauer und verdient nicht schlecht. Mit Getreide, Zuckerrüben, Zwiebeln und Kartoffeln. Neben Speisekartoffeln baut er auch Stärkekartoffeln an. Und die bereiten ihm Sorgen. Er hält Anteile an einer Genossenschaft, verkauft ihr seine Stärkekartoffeln. Die Idee? Die Genossenschaft sammelt von vielen Bauern Kartoffeln ein und erzielt so am Markt einen besseren Preis. Ein Zusammenschluss gegen den Preisdruck der Stärkeeinkäufer. Haben Sie denn Angst, dass die Abhängigkeit von den großen Unternehmen steigt? Natürlich. Natürlich. Weil ich der Überzeugung bin, dass für die Landwirte allgemein nichts wichtiger ist, wie gut funktionierende Genossenschaften. Alleine erreichen wir nichts. Wir müssen uns zusammen organisieren, um am Markt überhaupt noch ein wenig Einfluss auszuüben, dass von der Wertschöpfung wenigstens so viel bei uns bleibt, dass wir gut leben können. Pommerin liefert seine Kartoffeln an eines von zwei deutschen Stärkewerken seiner Genossenschaft AWB. Sie gehört deutschen und holländischen Bauern, hat ihren Hauptsitz in den Niederlanden. Doch in den letzten Jahrzehnten betätigte sich der Konzern als Global Player, investierte sogar in Asien. Schon bald musste man aus riskanten Geschäften wieder aussteigen. AWB erklärt, man konzentriere sich inzwischen wieder aufs Kerngeschäft. Pommerin klagt, die Bauern als eigentliche Eigentümer hätten kaum Einfluss auf Entscheidungen des Konzerns. Auch die ausgezahlten Preise seien nicht nachvollziehbar. So sei das letzte Geschäftsjahr zwar blendend gewesen, doch die ausgezahlten Preise zu niedrig. Wir bauen Kartoffeln an und müssen darauf vertrauen, dass das Unternehmen die bestmöglichen Preise auszahlt. Und da unsere Verhandlungsposition gleich null ist und die letzten Jahre nicht vertrauenswürdig gelaufen sind, ist das natürlich ein kleines Problem. Was ich nicht verstehe, das Unternehmen ist ja eine Genossenschaft. Das heißt, es gehört Ihnen quasi auch. Mhm. Das heißt, dann müssten Sie doch mitbestimmen können und das ändern können. Das ist eine sehr große Genossenschaft und dann noch über Ländergrenzen hinweg. Es bleibt immer das Problem der Landwirte, wie kontrolliere ich mein eigenes Unternehmen? Versuchen Sie mal, diese Hochglanzbilanzen zu durchschauen. Es ist schon eine Kunst, das zu lesen. Das heißt, Sie wollen einfach mehr Mitspracherecht? Ich bin davon überzeugt, dass die Missstände der AWB dadurch entstanden sind, dass die Landwirte zu wenig Kontrollmöglichkeiten hatten. Das Geld, was den Bauern nicht gegeben wurde, wurde in der Regel verschleudert. AWB erwidert, man kommuniziere nun intensiver mit den Mitgliedern. Die Kartoffelpreise seien außerdem gestiegen. Mitglied im Aufsichtsrat ist Landvolkpräsident Werner Hilse. Er sagt, ein Unternehmen mache halt mal Verluste. Er achte aber darauf, dass die Bauern fair behandelt würden. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes in Niedersachsen, Werner Hilse, sitzt im Aufsichtsrat. Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, ja.
Benner Hilse müsste sich doch für die Bauern einsetzen. Fakt ist, dass wir in unserer Auseinandersetzung von niemandem aus dem Aufsichtsrat an Unterstützung hatten. Werner Hilse hält diese Kritik für eine Einzelmeinung. AWB sei eine gut funktionierende Genossenschaft. Viel wichtiger ist für ihn derzeit ohnehin dieser Mann, Dacian Cioloş, der Agrarkommissar der Europäischen Union. Im vergangenen Sommer empfängt ihn der Landvolkpräsident auf einem Hof in Niedersachsen. Der Kommissar plant eine große Reform der europäischen Landwirtschaft. Er will die Milliardensubventionen aus Brüssel künftig an strenge Umweltauflagen knüpfen. Hilse und der Bauernverband wollen den Kommissar ausbremsen. Sie halten die Pläne für überzogen. Ich glaube, dass wir eine gute Basis haben, um weiter darüber nachzudenken und auch Vorschläge unsererseits zu machen. Wird Cioloş sein Gesetz am Ende durchsetzen können? Im Anschluss gibt es dann die Gelegenheit für Rotschön, eine gute Viertelstunde, sodass sich hier auch keiner... So, du dickes Schwein, du kommst doch mal hier raus. Holla. Mach nicht alle verrückt hier. Komm. Holla. Lars Prigge will heute Mastschweine Holla. Verkaufen. Komm. Er hat schwere Monate Holla. Hinter sich. Holla. Die Preise waren schlecht. 3, 4, 6, 8, 14, 16, 17. Ein zu viel. Gegen 7 Uhr am Morgen kommt der Viehtransporter. Ein sogenannter Viehvermarkter übernimmt für Prigge den Verkauf der Schweine. Moin. Moin. Uwe Schäfer von der Viehvermarktung Pferden hat schon ein paar Schweine bei anderen Bauern abgeholt. Bei Prigge sind es jetzt noch einmal 32. Er übernimmt die Vermarktung und versucht für die Bauern, den Schlachthof mit dem besten Preis zu finden. Das wird genau passen. Kein einfaches Geschäft. Hey Mensch, Uwe, ihr müsst aber bald mal ein bisschen mehr ausgeben für die Schweine. Ja, würden wir gerne machen. Ja, und warum geht das nicht? Aber so viel haben wir auch nicht auf dem Konto. Wir können es ja auch nicht herkriegen. Das ist aber traurig. Ja. Viele Schlachthöfe würden versuchen, die Preise zu drücken. Sollte eigentlich ein gutes Zusammenarbeit sein zwischen Landwirt und uns und den Schlachthöfen. Aber das ist eben nicht so. Heute nicht mehr. Früher war es so. Aber da die Schlachthöfe heutzutage ja immer mehr auf Exporte und auf den internationalen Markt angewiesen sind, versuchen die natürlich für sich das Beste daraus zu holen. Wenn das Angebot da ist, dann haben die Möglichkeiten mit Hauspreise, die sie machen, dass sie sich nicht mehr nach einer Notierung oder einer Abmachung da nicht mehr dran halten. Wenn jetzt einer da aus der Reihe tanzt und ständig Hauspreise macht und schlecht bezahlt, kann man dann mal sagen, gut, dann fahren wir da einfach nicht mehr hin? Das ist nicht so einfach. Früher waren in jedem Landkreis ein Schlachthof oder regional viele, wo man ausweichen konnte. Die gibt es ja auch nicht mehr. Die Konzentration in der Schlachtbranche nimmt zu. Drei große Schlachtkonzerne bestimmen in Deutschland den Markt. Sie schlachten schon heute mehr als die Hälfte aller Tiere. Einer dieser großen, das Unternehmen Vion. Auch Bauer Prigge lieferte Schweine an Vion. Er ärgerte sich, dass seine Tiere zunehmend schlechter eingestuft und bezahlt wurden. Die Klassifizierung wurde immer schlechter, obwohl die Schweine sich nicht verändert haben. Das machte einen schon stutzig. Und das andere ist, dass die Vion mal überlegt hatte, oder auch die Zahlungsmoral wurde bei der Vion eben halt schlechter. Also sie hatten das Zahlungsziel praktisch 4 Wochen nach hinten verlegt, was natürlich überhaupt nicht geht. Was heißt das für Sie? Das würde so sein, dass ich heute eben halt Schweine abliefere und nicht das Geld in 10 Tagen habe, sondern eben halt noch einen Monat später. Dann müsste ich quasi 2, 3 Schweinepartien immer vorfinanzieren und das kann ich nicht. Vion erklärt dazu, diese Kritik sei nicht gerechtfertigt und die Verlängerung der Zahlungsziele inzwischen wieder abgeschafft. Über den Schlachtkonzern ärgern sich derweil auch Gewerkschafter. Anfang des Jahres demonstrieren sie gegen Lohndumping bei Vion. Wir müssen die Schweinereien hier beenden, dass Kolleginnen und Kollegen für 4 Euro oder für 5 Euro arbeiten. Deutsche Schlachter sollen durch billigere rumänische Arbeiter ersetzt werden. Vion schreibt, der Einsatz von Subunternehmen sei marktüblich. Man habe auf den wachsenden Wettbewerbsdruck reagieren müssen.
Über den Vion-Konzern wacht ein achtköpfiger Aufsichtsrat. Und auch hier wieder Werner Hilse, der Landvolkpräsident. Er findet die Kritik an Vion ungerecht. Er versuche dort die Interessen der Bauern zu vertreten. Preise könne er aber nicht beeinflussen. Als Aufsichtsrat ist Werner Hilse dem Wohl des Unternehmens verpflichtet. Als Landvolkpräsident dem Wohl der Bauern. Ein Interessenkonflikt? Also ein Interessenkonflikt könnte man vermuten. Könnte man auch sagen, könnte da sein. Aber dazu bedarf es eben auch, ich sage mal, eine innere Einstellung. Also verdienen Sie mehr als Landvolkpräsident oder verdienen Sie mehr mit Ihren Aufsichtsratspositionen? Also verdienen, ich kriege auch überall Aufwandsentschädigung und auch natürlich Zahlungen. Das in der Summe ist das mehr als im Landvolkpräsident. Das ist schon richtig, ja. Ich auch mindestens mehr an Arbeit und auch mehr an Verantwortung. Landvolkspräsident Hilse sitzt im Aufsichtsrat, selbst auch Schweinemester bei Vion. Ja, ist doch gut. Wussten Sie? Nee, habe ich so noch nicht gewusst, aber ich habe mich auch noch nicht sehr damit beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Also er sitzt da, bedenklich, oder? Ja. Er verdient mehr mit seinen Aufsichtsratposten als beim Landvolk. Was, ja, das kann schon vieles heißen, ne? Werner Hilse ist auf der Grünen Woche. Weltweit die größte Messe für Ernährung und Landwirtschaft. Jo, das ist der Agrarausschuss. Ja. Franz Josef Holzenkamp und andere Bundestagsabgeordnete aus dem Agrarausschuss sind gekommen. Auch hier ist die EU-Agrarreform eines der wichtigsten Themen. Dabei geht es immer wieder um das sogenannte Greening, um die geplanten Umweltauflagen. Hilse will die abschwächen. Viele Gespräche, anstrengende Tage. Die EU-Kommission fürchtet, dass die Böden durch die intensive Landwirtschaft zu stark beansprucht werden. Der Bauernverband hält dagegen. Also wir sehen darin so ein paar Punkte, die nicht mehr in die Zeit passen. Ganz besonders liegt das in dem Bereich, wo man sagt, für das Greening sollen 7% der Fläche aus der Produktion, aus der Intensität herausgenommen werden. Das halten wir für kontraproduktiv in der Zeit, wo wir alle Ressourcen brauchen. Ein Verschenken der heutigen Ressource ist in meinen Augen eine Beihilfe zum Hunger. Ernst Stehnken glaubt nicht, dass es darum geht, die Hungernden der Welt zu retten, sondern um Profit und neue Märkte. Der Bauer ist mit seiner Frau Anja zu einer Großdemonstration nach Berlin gekommen, für eine nachhaltigere Landwirtschaft. Das alles beherrschende Thema auch unter den Demonstranten, die Milliardensubventionen aus Brüssel. Sie fordern, dass das Steuergeld nur noch fließt, wenn mehr für den Naturschutz getan wird. Das enorme Wachstum der Landwirtschaft komme an seine Grenzen. Damit auch kleinere, nachhaltige Betriebe eine Chance haben, müssten die Subventionen anders als bisher verteilt werden. Da wird nur geguckt, wo kriege ich am meisten Agrarsubventionen und womit kann ich am meisten Geld verdienen. Nicht mehr so, wie das früher war, dass ein Bauer geguckt hat, was ist für meinen Acker gut. Es sind Welten, die an diesem Tag in der Hauptstadt aufeinanderprallen. Die Gesellschaft ist gespalten. Welche Art von Landwirtschaft wollen wir? Und wer hat am Ende die Macht, sich durchzusetzen? Ja, ich würde mich schon als Lobbyist bezeichnen. Ich habe einen Auftrag von meinen Bauern, für sie zu kämpfen. Haben Sie Hoffnung, die Agrarreform, so wie sie jetzt geplant ist, noch ändern zu können? Ich denke, ja. Tatsächlich. Ein paar Wochen später beschließt das EU-Parlament, die geplanten Umweltauflagen abzuschwächen. Ernst Stehnken hatte es geahnt. Er will weiterkämpfen und ist überzeugt, die Subventionen sind nur ein Mittel, um umzusteuern. Auch die Verbraucher müssten bereit sein, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben. Sonst wird die Landwirtschaft in Zukunft anders aussehen. Die größte Sorge ist, dass sie nicht in Bauernhand bleibt, sondern dass sie von agrarindustriellen Betrieben übernommen wird. Wir sind nicht mehr der Herr im eigenen Hause. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen. Im Jahr 2000 gab es noch rund 450.000 Höfe in Deutschland. Jetzt sind es weniger als 300.000. Selbst der Deutsche Bauernverband schätzt, wenn es so weitergeht, wird in den nächsten 20 Jahren noch einmal jeder zweite Bauernhof verschwinden.